Ach so, alles im Wirkungsbereich, Sergej. Das ist hier. Moment. Genau, hier kommt man nämlich dann irgendwo raus. Und oh Wunder, ich habe das Gefühl, ich kenne das. Au, fuck. Ach, hier waren wir doch schon mal. Kenne ich doch. Okay, hätte der jetzt pariert, hätte ich gekotzt. Jetzt muss ich nämlich auch noch wieder. Oh, Blödsinn. Balls. Okay, Gegner weg. Hat er was dabei gehabt? Nö. Oh, wo kommen denn die alle wieder her? So, Moment, hier, genau, da kommt man weiter. Hopp. So, hier nach rechts kommt immer. Ne, nach rechts kann man nicht. Geradeaus sollte man gehen. Dann konnte einem nämlich nichts geschehen. Wow, Alter, was war denn das? Hier hat irgendjemand einen rumgepustet. Oh, Scheiße, falsche Richtung. Na komm schon. Nein. Sauber gemacht. Das alles nur wegen OP-Fähigkeiten. So, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Einmal gegenlaufen. Ah, klar, genau. Genau. Anscheinend funktioniert es nur dann, wenn es sich zusammenzieht. Und nicht andersrum. So, aber schön, dass mir dieser. Ja, dieses Hütlein so gute Dienste leistet. Jetzt auf einmal. Oder ich bin einfach nur zu schnell da durchgelaufen. Das kann natürlich auch sein. Jetzt kommt einer gleich hinter mir runtergesprungen. Oder auch nicht. Okay, gut, dann. Ach ja, stimmt, hier konnte man ja abkürzen. Habe ich ja ganz vergessen. Ganz vergessen. Okay, einer weniger. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Und dann haben wir hier noch tausende Titanen, die alle noch dran glauben wollen. So. Oh, shit, ja, Moment. Ah! Hier wollte ich ja nicht mehr weitergehen. Musste ja nicht mehr sein. Oh Gott. So. Fliegender Kopf Nummer 1 und 2. Oh shit. Das war eigentlich nicht so geplant. Eigentlich nicht. Die sind alle nur wiedergekommen wegen dieses einen Pyromanen hier. Oder was auch immer, Nekromanten, oder? Okay. Na, hier. Welches von diesen Skeletten will hier noch durch? Moment. Wow, die sind ja wieder da. Das ist jetzt scheiße. Ich will, dass jetzt dieser blöde Nekromant hier tot geht. Damit das hier wenigstens nicht mehr kommt. Oh, das denke ich mal, kriegt man doch irgendwie hin. So, sehr schön. Okay, da muss ich noch mal kurz was ausprobieren. Nicht, dass hier aus Versehen die wieder zurückgekommen sind. Gucken wir mal. So. Okay, kommen die wieder? Ja, die kommen wieder. Okay, hier ist irgendwo noch so ein scheiß Nekromant. Ich weiß nicht, wo er ist. Das kotzt mich an. Cool, also hier ist keiner. Muss ich weiter runter.
So, und hier hat man wieder diese megamäßig starken Gegner. Und weiter als das bin ich ja nur selten gekommen. Okay. Genau, ich hasse die Teile einfach nur so sehr. Abgrundtief. Die echt stark sind. Moment, hier rechts kommt mal lang. Die gehen mir hoffentlich nicht mehr so auf den Sack. Bitte lass es ein einfacher Gegner sein. Ich weiß genau, dass der zum Anvisieren geht. So. Na komm schon. Ey, das ist beschiss jetzt. Ey, der springt in dem Moment hoch. Oh, bitte nicht. Nein, nein, nein. Ah, wieso können Gegner durch Wände schlagen? Ich will mich hier mal gut positionieren, so dass die gegen die Wand knallen, so wie jeder andere normale Scheißcharakter auch. Nicht so ein ganzer Schwachsinn mehr, es ist ja. Also da hat man ja ganz viel wenig Schaden genommen jetzt. Na gut, rennen wir einfach mal weiter. Moment, hier, bevor. Ach, der ist schon tot. Na gut, 100 haben wir. Das geht doch weiter, was passiert. Ja, irgendwann ist doch mal gut hier. Okay, ich krieg sogar Leben. Das ist ein gutes Zeichen. Aber auch nur halb gut. So, wenn ich die jetzt hier runterhau, was passiert dann? Ich weiß, es funktioniert. Ich hoffe einfach mal, die kommen mir nicht mehr hinterher. So. Okay. Ach, die kommen mir trotzdem noch hinterher. Ist doch scheiße jetzt. Muss ich halt doch den Weg hier lang gehen. Nutzt es nicht. Oder ich hause alle runter. Nee, die können ja auch noch. Die sind ja intelligent. Ich hasse Gegner, die intelligent sind. Och, ey. Okay, also ich krieg schon mal keine Seelen von denen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ja, Mann. Vorhin hat es so wunderbar funktioniert. So, Moment. Hier konnte man da hin. Hier auch nochmal runter. Okay, so langsam aber sicher kommen wir uns doch... Da ist er! Diese miese Drecksau. Die Nutze. Oh Gott. Oh oh. Okay. Na komm. Nein! Ich bin so tot, ey.
Ah, super. Ich kann jetzt endlich Gegner killen, ohne dass ich sterbe. Sehr schön. Och, komm, das war ja das hier. Na, das. Das sieht auch aus hier wie so ein... Oh, hier geht's sogar weiter. Sehr schön. Gut, aber jetzt, wenn ich die Gegner töten kann, heißt es auch, dass ich den großen Tritops da kaputt haben kann. Ich nenne ihn deshalb Tritops, weil es ein übelster Pisser ist. So, nach oben. Nochmal, was so schön war. Ist ja übelst auf die Löcher aufpassen. Wo kommt man denn da hin? Ja, das sind sie doch, diese Schweine. Okay, gehen ganz sachte raus. Gehen sie raus oder rein? Raus, rein, raus, rein. Ach, komm jetzt hier. Okay, sie gehen raus. Gut. Das heißt, ich kann den großen killen. Den dicken. Aha. Oh. Oh. Ach, das ist doch scheiße. Gut, dann muss ich ihn halt so killen. Die gute alte. Alter, was geht denn hier ab? Wow. Oh oh. Komm schon. Sehr gut. Na komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. Und noch einmal, was so schön war. Komm, 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 komm. Und nochmal. Sehr gut. Ah, und er ist down. Sehr gut. Also meine Dämon-Titanit. Schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wo kommen wir denn jetzt hier hin, wenn wir an dem vorbeilaufen? Da hinten war ein Gap. Okay. Oh, ach, das war jetzt Blödsinn. Gut. Kommt man denn vielleicht hier unten noch zu einem... ja, zu einem guten Gegner oder ähnlichem. Also, ja, Gegner, nee, das eigentlich nicht. Weil Gegner wären hier scheiße hier unten. Ha, fuck. So, gehen wir mal weiter. Ja, da runter bitte. Lalalalalala. Und da geht's lang. Oh shit. Gravity wins. Muss ich mal gucken. Hoffentlich gibt es hier noch irgendwo so ein... Da sind sie doch. Diese Säcke. Ich hab die so gehasst. Und es wird wahrscheinlich schlimmer werden. Oh, fuck. Ah, gut, okay. Wenn ich sie irgendwie hier hochkiten kann, die können ja zum Glück keine Leitern hochgehen. Sehr schick. Aber es ist zu weit hoch. Zu weit oben. Ich kann sie hier nicht anvisieren, nicht anständig. Gut, und wenn ich hier irgendeine Bombe oder sowas runterwerfe... Okay, probieren wir es mal.
So, Wandbombe. Gut, dann, los. Oh, shit, ne. Gut, dann muss ich die mal von hier aus werfen. Hat die denn Schaden gemacht? Ich glaube nicht. Ich muss sie wirklich so runtersetzen, dass er ganz knapp hier runter geht. Nee, das war ein bisschen zu knapp. Okay, noch einmal. Okay, das war auch ein bisschen zu knapp. Nee, die fliegt immer nicht so gut. Shit. Gut, dann hauen wir die mal da raus. Das kommt dann nämlich weg. So. Muss ich gleich mal schauen, wie ich denn hier an diesen Pinwheels vorbeikomme. Und ich muss hier auch noch das ganze Leben wieder zurückbekommen hier. Mein Stuhl ist gerade so positioniert, weil ich habe immer meine Füße auf den Rädern und drücke die immer so nach unten. Und da will ich immer, dass die feststehen. Aber jetzt ist es gerade so, dass die Dinger gerade nicht feststehen. Das heißt, das linke, das dreht immer so ein bisschen. Das ist ein ganz komisches Gefühl. So, Moment. Ja. Das war ja immer dieser Explosionsschädel da. Nummer 1. Explosionsschädel Nummer 2. Also ganz schick das Zeug. Echt. So, die helfen mir sehr gut beim Killen von den ganzen Dingern. So, und wieder einer weg. Die kommen nie mehr wieder, das ist so schön. Oh, fuck, den habe ich ganz vergessen. Wieso geht denn da nicht los? Der will nicht. Nein! Oh, Gott. Okay, dann muss ich jetzt erstmal wieder diesen Weg gehen. Vom Lava aus hin, geradeaus rüber, runter, genau. Passt alles. Schade, dass das dann immer 10.000 Seelen sind, oder Zehntausende Seelen. Das ist schon ein bisschen mies. Müsst ihr nämlich jedes Mal wieder und dann wiederholen. So, ja, komm schon. Ich sehe sie doch schon. Und da ist er nach unten geflogen. Und tot mittlerweile. Sehr schön. So, gehen wir mal hier weiter runter. Bögen hat hier sowieso keiner. Gott, ich hasse Skelette. So, Nummer 1. Wenn man nur einen Ticken schneller angreift. Also ich habe schon eine schnelle Waffe. Schneller als das ist fast schon nicht möglich. Ach, kacke, diese Explosionsschädel gibt es ja auch noch. So, welcher von den Dingern? Das hier ist ein mieser. Nein. Beinahe. Ach komm, wir rennen jetzt einfach weiter. Ich brauche meine Sachen ja eh alle für die Pinwheels da unten. Weil die pinnen einen immer an die Wand. Deshalb heißen die so. Lalalalalalala. Oh. So, und weiter nach unten bitte. Ah, die Penner sollen mal hier runterfallen. Nein! Okay. Weil man selber kann ja nicht runterfallen. Okay, Nummer 1. Na komm. Okay, komm. Zieh rein. Sehr gut. Ich dachte schon beinahe, ich sterbe jetzt an Blutverlust oder so. Okay, nicht hier runterfallen. Das ist nämlich deutlich. Deutlich. Gut, jetzt haben wir 4. Jetzt muss ich diese Bogenschützen. Ernsthaft jetzt. Na komm. Ach. Hab's vergessen. Ja, nochmal. Ja.
Nochmal, so schön war. So, tolles Ding. Beide tot. Beide mal wieder anständig Leben rausgehauen. So, Pinwheels. Wie schaffe ich das jetzt an denen vorbei? Weil die sind echt scheiße. Ich hab'n? Das ging schnell. Mich wundert's auch gerade. Also die sind anscheinend sehr schwach. Das ist gut. Das ist sehr gut. Nicht so stark wie die einen aus dieser ja, Bildergegend. Wie viele sind es denn hier noch? Vier, fünf, vier. Okay. Sehr, sehr schick. Also, komm schon. Ach, schon? Nein. Man darf aber wirklich nicht von denen getroffen werden, sonst hat man verschissen. Das ist so gemein, ey. Okay, na dann. Mache weiter. Okay, warum auch immer, aber beim langsamen Durchlaufen hat es besser funktioniert. Moment, kann ich hier denn nicht irgendwie... Was ist das da? Ist das eine Abkürzung oder was ist das? Können wir gleich mal ausprobieren. Okay, hat nicht funktioniert. Und meine 10.000 Seelen. Ach komm, scheiße, 10.000 Seelen. Kriege ich ja eh alle wieder. So. Was ich jetzt will, ist diesen Gang da lang laufen. Der wird nämlich ziemlich interessant sein. So. Schade. Um diese Seelen, wirklich. Schade. Hoppala. Es klappt einfach. Ich könnte natürlich auf der anderen Seite dann von dem Punkt aus nach rechts gehen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, Kunst ist entfacht. Sehr dumm, ich auch. Ach, jedes Mal. Okay. Ja, weil man fliegt hier wirklich viel zu stark runter. Nee, es klappt wirklich. Okay, wo bin ich jetzt? Ah, eine Großsense. Das ist doch mal was Feines. Okay, und ich komme hier natürlich wieder irgendwo runter, wo ich weiter nicht langlaufen will. Also, wo kommt man da raus? Geil, eine Abkürzung. Wie cool ist das denn? Merke ich mir. Das Spiel ist voller Abkürzungen. Ich liebe es. Also wegen der Abkürzungen muss man dem Spiel wirklich so eine Art Award geben. Award für die besten Abkürzungen. So, jetzt muss ich auch mal die Großsense anschauen. Was die denn hier für einen Schaden macht. Die hat ja ein ziemlich offensichtliches Bild. Das ist eine Sense, das heißt, ich müsste relativ schnell finden. Wird wahrscheinlich bei den Spezialwaffen sein. Großsense, ja. 14. Eine Blutungswaffe auch noch. Sehr gut. Eine Waffe mit großen gebogenen Klinge. Diese Waffe basiert auf einem Werkzeug zur Getreideernte. Die prächtige, scharfe, gebogene Klinge verbreitet bei Gegner Furcht und Schrecken. Das mag vielleicht am Selbsterhaltungstrieb liegen. Okay. Oh, wunderbar. Ich weiß nicht wieso. Okay. Gerade das Treten. Mit der Waffe kann man nicht treten. Das ist so gemein. Und eigentlich fast schon eine Frechheit, dass man hier nicht mehr treten kann. Na komm schon.
So, okay. Gut, und nochmal. Und sind dann zwar wieder Bogenschützen, aber drauf geschissen auf die. Und nach unten mit euch. Alle, ja. So, wo komme ich jetzt eigentlich hin, wenn ich hier weiter runter gehe? Komme ich hier nämlich noch eine Etage tiefer. Das wird dann höchstwahrscheinlich noch krasser und noch interessanter sein. Muss ich mir auch nochmal antun. Ach so, ja, genau. Dann komme ich hier hin. Irgendwo. Auf die andere Seite. So. Ach ne, komm. Wehe, da ist jetzt ein Pinwheel. Plündern, ein Kurzbogen, sehr schön. Ach du Scheiße. Was macht der denn hier? Vor allem mit einer Axt? Zum ersten Mal habe ich einen Gegner hier mit einer Axt gesehen. Okay, ganz sachte. Immer schön nach oben. Ist der Gegner intelligent? Ist er nicht. Gut. Sollte man ihn fürchten? Bestimmt. Habe ich Seelen, die ich verlieren könnte, würde ich ihn... Kann der mal aufhören, sich zu drehen? Scheiße, ey. Oh nein. Schwarzritter, Großaxt, weißer Brocken. Toll. Ja, also das kam jetzt unvermittelt schnell. Und ich weiß jetzt echt nicht, wieso ich da auf einmal so viel Schaden gemacht habe. Aber gut, Großäxte sind ja relativ weit unten. Sind ja auch bei den Spezial- und Sonderwaffen. Na, wo haben sie denn? Da, 229. Da, bla, 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 bla. Nichts Besonderes allgemein. Die weit ausholende Bewegung, die das ganze Körper in den Angriff wirft, ist das wegen bla, bla, bla. Ritter gegen die Chaos-Dämonen und so weiter und so fort. So, jetzt muss ich aber trotzdem noch irgendwie an diesen Rädern vorbei. Und die einzige Möglichkeit, die mir da einfällt, ist entweder rennen oder die Methode eben. Funktioniert auch prächtig. Also sehr schön. Okay, holen wir uns mal ein bisschen Leben wieder zurück. Wunderbar. So, zwei haben wir ja immer kaputt gekriegt. Vor allem kriege ich da. Ne, das ist der Ritter, der so viel gegeben hat. Ist ja nichts Besonderes. So, und... Hoppala. Okay. Ihr blöden Räder, ihr. Ich mache euch nochmal fertig. Sind die schon tot? Ja, nice, okay. Gut, dann nochmal ein bisschen Leben rein und dann probieren wir es mal auf eine andere Art. Vielleicht das Anvisieren und Töten, so wie wir es sonst auch machen. Auf die anderen Seite ist eine ziemlich harsche. Okay, wir probieren es trotzdem mal auf Nummer sicher hier. Okay. Das Schöne ist, ich kann sie sehen. Okay, nächster. Okay. 12 haben wir noch. Einer wird es noch sein. Sehr gut. Blödes, mieses Drecksding. Und ich habe sie alle gekillt, weil sie es verdient haben. Diese miesen kleinen Schweine. Ernsthaft jetzt? Okay, also. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Hier müsste es ja eigentlich weitergehen. Tut es aber nicht. Wieso nicht? Ah, nee. Da, nee.
Ich komme auch nicht weiter, von hier bin ich gekommen. Gut. Ja. So viel dazu. Das heißt, hier wird es irgendeine Möglichkeit geben, diese Wand dann wegzurollen oder ähnliches. Das heißt, wenn man denn hier hoch irgendwo kommt. Gibt es denn hier noch irgendwo so ein Rad in irgendeiner Ecke versteckt? Ne. Von hier oben kann man runterspringen, runterfallen lassen. Funktioniert immer. Richtig. So, jetzt aber mal weitergehen hier. Wie, jetzt kommt noch so ein Rad mir entgegen. Das war ja einmal gewesen. Dann kam noch so ein... Ah, wen haben wir denn hier? Okay, ab durch den Nebel. Schauen wir mal. Entgegner oder nicht? Es ist ein Endgegner. Okay. Es ist ein Endgegner. Es scheint mir ein riesengroßer Sarg zu sein, den ich nicht hochspringen kann. Aber ich muss hier runter. Und da unten ist jemand. Ich weiß nicht, wer oder was es ist. Ich muss aber hier runter. Okay, gut, dann. Machen wir uns erstmal super drauf gefasst, dass wir jetzt fast sterben, nehme ich mal. Okay, was bist du? Wer oder was bist du? Wer oder was bist du? Wer oder was bist du? Sag mir, was du bist. Hm. Sieht mir komisch aus. Okay. Interessant. Die gucken sich alle komisch an. Nicht schön. Nicht schön. Nicht schön. Okay, geht los. Nein, ist der Falsche. Okay. Ist ja fast schon lächerlich einfach. Was habe ich gesagt? Fast schon lächerlich einfach. Kunst des Entfachens. Yes! Okay, durch die Kunst des Entfachens kannst du Leuchtfeuer stärker entfachen. Geil. ...15.000 Seelen. Reicht aber trotzdem noch nicht für ein Level up. So. Okay. Mit welcher Taste kann ich das jetzt immer ein bisschen schneller mitnehmen? Es ist wirklich schön. Ich will mir jetzt endlich mal...